Hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und herzlich willkommen zurück zu Franbo. Ja, und willkommen zurück bei Franbo. Wir wurden ja das letzte Mal verwandelt in Briegel den Busch. Und ja, ich habe jetzt eine Aufnahmepause wie gemacht. Jetzt muss ich erstmal gerade gucken. Ich weiß auf jeden Fall, wir sind jetzt Briegel der Busch. Und mal gucken. Ja, wir haben Beine bekommen das letzte Mal. Stimmt ja, Wahnsinn. Ja, ich hatte nämlich soweit eine Aufnahmepause gemacht. Du flauschiges Kätzchen. Ah, magst du das? Hey, lass mir das mit in Ruhe. Und hier, Brennholz und so, ne? Weiß ja, wie es geht. Hier bin ich. Ich habe Beine. Guck mal. Fran, meine Liebe. Du hast Blätter auf dem Kopf. Du bist hübsch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Pokémon heißt. Blumela ist das. Kommt vielleicht so gut rüber, aber ich denke nicht. Nein. Oh, lass mich dich ansehen. Was für eine tolle. Alles klar, du geworden bist. Was? Tianerin. Ach ja, wir haben ja immer Narnia gesagt. Was für eine tolle Narnierin du geworden bist. So. Vielen Dank, Herr König. Der Doktor ist unglaublich. Er hat gezaubert mit dem Wasser. Könnt ihr im Aquapark auch? So ist das nicht. Okay. Aber er war traurig. Er hat mir viel erzählt, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Ja, das kommt in den meisten Fällen vor. Hoffentlich reden die jetzt nicht in der Episode genauso viel wieder. So, keine Sorge. Palantros kommt schon zurecht. Ich kenne die Gründe. Schwerwiegende Vergangenheit vielleicht. Man weiß es nicht genau. Wir müssen einige Probleme lösen, aber das sollte keine deiner Sorgen sein. Probleme? Was für Probleme? Nicht genug Erdbeermilch für die Erdbeeren und so? Das war gerade wieder Quatsch. Sprechen wir darüber. Wie du nach Hause kommst, ja? Ja, bitte. Okay, und wenn wir als Briegel der Busch vor unserer Tante stehen, ist das so eine kluge Idee? Ich glaube nicht, nein. Okay, und wir haben eine sprechende Katze dabei. Hey, ist ja auch cool. Ob die auch in einen Pokéball reinpasst? Gute Frage eigentlich. Ja, der große Saurier ist der Einzige, der dir deinen menschlichen Körper zurückgeben kann. Wo ist denn dieser große Zauberer? Er hat den Stein der Weisen dabei. Die Türen öffnen. Okay, alles klar. Wo ist der Zauberer? Welche Steine? Dieses Land ist voller Dinge, die ich nicht verstehe. Ah, wir können mal endlich das Schloss verlassen, ne? Und zwar, wie ihr euch daran erinnern könnt. In einer Episode war das soweit, in der letzten oder vorletzten, ne? Da haben wir bloß gesprochen die ganze Zeit. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht auch so ist. Weil wir wollen ja auch ein bisschen weiterkommen und auch mehr von der Umgebung sehen. Und nicht hier bloß in diesem Schloss hängen bleiben. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. So, der große Zauberer lebt im großen Berg Kodrem. Wie man auf Kodrem kommt, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht erläutern. Hoffentlich sieht der Berg auch nicht danach aus. Hoffentlich sieht der Berg nicht danach aus, meine ich so rum. Wäre nicht so toll. Aber wir haben ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Hä? Er fragt sich wohl, warum, ne? Finde ihn und alles wird wieder gut. Warum habt ihr noch nicht selbst versucht, den großen Zauberer zu finden? Naja, das müssen wir nicht. Alles ganz logisch, schau mal. Wir brauchen keinen Zauber, um zu zaubern oder Tränke herzustellen. Das können wir selbst. Ja, May, das ist ja amazing. Die wichtigsten Aufgaben des Zauberers ist es, die Steine zu beschützen, die die Türen öffnen. Verstehe. Haha, die Steine sind also Schlüssel. Und wo ist der Berg? Wo ist dieser Berg? Du wirst herumfragen müssen, ne? Folge den Zeichen. Keiner weiß, wo der Berg ist. Da lebt ein Zauberer, den sie ewig nicht mehr gesehen haben. Wer sagt mir denn, dass dieser Berg überhaupt existiert noch? Ich muss jetzt gehen. Okay, bis dann. Aber ich werde rechtzeitig wieder da sein, um dir mit der Tür zu helfen. Da ist Mushu, der Drache. Ach nee, Mushu nicht. Wie heißt der auch? Shiro. Ja, ist egal. Hab einen tollen
Narnia-Tag und viel Glück bei der Suche nach dem großen Zauberer. Ob der für das Ding, weil er da fliegt, überhaupt einen Führerschein hat? Ich glaube nicht. Der große flauschige Ding da, das ist Polondras. Er hat mich wieder heil gemacht. Naja, heil gemacht ist jetzt so ein Ding. Ja, in der Tat, sehr flauschig. Oh, fast vergessen. Hier ist deine Tasche. Sehr gut. Oh, danke, Kätzchen. Du hast meine Tabletten irgendwo gesehen? Hast du meine Tabletten irgendwo gesehen? Wo sind sie? Ich brauche mehr davon. Ich glaube nicht. Vielleicht sind sie auf der anderen Seite des Sees. Nimm deine Klamotten an. Sehr gut. Naja, wir haben sowieso anderes zu tun. Wir müssen den Zauberer finden. Ja, der König sagte auch etwas von einem Berg. Mensch, als wenn sie zugehört haben, ist ja Wahnsinn. Wir stehen immer noch auf derselben Stelle hier. Nichts ist passiert. So. Briegel, der Busch muss jetzt erstmal los hier. War es gerade eine fliegende Karotte? Ich glaube, ich träume. Was ist los? Nein, nein, du kannst hier nicht rein. Es ist geschlossen. Wieso ist er auf die Tür? Ich wusste nicht. Oh, verschlossen. Das wusste ich nicht. Was ist hinter dieser Passage? Nun, die Bibliothek natürlich. Aber sie ist geschlossen. Jetzt wird umdekoriert. Ah. Komm im Herbst oder Winter wieder. Dann wird sie geöffnet sein. Grund. Hey, bist du nicht der sprechende Baum, den ich zu. Ja? Das bin ich. Und guck mal, ich habe Beine bekommen. Guck mal, Beine. Und Arme und sowas. Ist doch nicht schön. Kann sich ruhig mal für mich freuen und so. Naja, dann halt nicht. Ja, das erklären wir jetzt mal. Warum ist sie geschlossen? Na, wenn die Sonne sich um den zweiten von Narnia dreht, was haben wir geöffnet? Klar. Klar? Ja, irgendwie ist nichts klar. Und das geschieht nur im Herbst und Winter. Oh, ist das so? Im Sommer und Frühling lernt man also gar nichts. Natürlich lernen wir. Wir lernen ständig. Ich lerne gerade jetzt, dass du gerne viele Fragen stellst. Ich bin ein sehr guter Lehrer, muss ich sagen. Wahnsinn. Bin neugierig. Komm schon. Komm schon. Erzähl mir, was da drin ist. Du bist wohl nicht von hier. Naja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Okay, vielen Dank. Tschüss. Man kann es ja nur probieren eigentlich, oder? Okay, ich gehe woanders hin. So, dann gehen wir nochmal raus erstmal. Und gucken jetzt erstmal nach, wo sind wir? Der ist ja blau. Ich will erstmal runter hier. Und zwar, ich würde mal sagen, wir suchen als allererstes mal unsere Tabletten. Ne? Und ja, wo sind meine Klamotten? Ne? Nein. Nein. Hab mich verlaufen. Eine Schnecke? Was macht die Schnecke zwischen all diesen Gemüse? Da die Schnecken fressen doch Gemüse. Was macht die Ameise? Ja, die hat nichts zu tun. Hä? Okay. Was ist denn das? Eine komische Uhr. Wo sind die Zahlen? Na, okay, das ist wohl eher so Herbst, Winter, Frühling, Sommer, kann man sagen. Ne? Ja, was angeln denn Karotten eigentlich? Blattläuse? Hä? Verstehe ich nicht. Ja, nee. Ist klar. Jetzt haben wir uns komplett verlaufen. Oh, wow. Was seid ihr? Ihr seht aus wie die Feen in meinen Büchern. Sie machen so ein schönes, komisches Geräusch. Was ist los? Das reinste aller Gefühle. Das Licht aller Materie. Wir sind Volukas. Oh. Seid ihr? Schön für euch. Ihr macht mich glücklich. Oh, so glücklich.
Sie Kreatur, eins der jungen Volkers wird der Schuld bekommen, okay? Aha. Okay. Soldaten in der Sonne. Kreatur aus der Erde. Frucht aus der Saat. Lass das Universum dich mit der Wahrheit erleuchten und sei frei. Wo gehen denn alle hin? Toll, Mr. Medive, wir sind alleine. Wir setzen unseren Lebensweg fort. Möge Freiheit mit dir sein, mein Freund. Entschuldigung, kannst du zaubern? Das Universum zaubert schon die ganze Zeit. Du bist selbst voller Ich bin gar nicht voller Magie. Was soll denn das heißen, bitteschön? Was ist das für ein komischer Baum hier vor allen Dingen? Das hier ist ein Transformer bestimmt. Aha. Ich will wissen, wer meine Eltern getötet hat. Das Monster hat deine Eltern getötet, wie es aussieht? Und warum fragst du nicht, wo dieser Berg ist, damit wir zurück können? Die Wahrheit kommt zu denen, die suchen. Dein Pfad zur Wahrheit ist gewaltig. Groß oder klein? Du bist zu zart, okay, um ein Gehirn drehen oder da um zu starten, okay. Wow, tolle Hilfe, danke. Toll. Schöne Hilfe. Liebe, sei nicht traurig, wir müssen weiter. Ja, toll. Ja, die Zeit, die Lebenszeit hätte ich auch sparen können. Da krieg ich ja schon Herbstblätter an der Krone. So, jetzt, ja, Kätzchen, du hast recht. Gibt's hier irgendwas zu holen? Was sind die Knöpfe hier überhaupt? Wow, aha. Stimmt irgendwie rauf oder so. Wow, was für ein riesiger Wolaka. Und was steht da? Was? Ich frage mich, wofür? Was denn? Aha, okay, okay, okay. Aber was macht der? Hä? Check ich gerade nicht. Ah, okay. Das müsste ja funktionieren, oder? Komm, ich will da jetzt rauf oder so. Oh, das war der falsche. Den wollte ich gar nicht so. Wollte ich auch nicht. Hä? Müsste ja generell jetzt ausreichen, dass ich da hochsteigen kann. Glaube ich. Passiert erstmal nichts. Okay, wunderbar. Na, dann gehen wir erstmal zurück. Was haben wir hier? Da steht bestimmt was Wichtiges drauf. Aber ich kann es nicht lesen. Ja. Wenn das mal nicht der Berg ist. So, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Bergspitze ist sehr hoch. Ich glaube, die Bergspitze kann... Die Bergspitze kann sprechen, glaube ich. Aber ich glaube, das werden wir das nächste Mal herausfinden, wenn ich wieder da bin bei Let's Play Franbo. Das heißt, von hier aus sage ich erstmal Schizikowski und bis dann, bis zum nächsten Mal bei Gaming of Ben und bis zum nächsten Mal zurück bei Franbo natürlich auch. Ja, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Video liken und kommentieren, natürlich gerne auch das Video teilen. Mr. Midnight, hör auf zu spielen da mit der Maus.
Meine Güte, so, ich bin hier gerade in der So, ja, gerne Video liken und kommentieren das Ganze. Unten rechts Abonnier-Button, einfach raufklatschen, dashen, smashen. Und wenn ihr kein, damit ihr keine damit ihr keine Folge mehr verpasst vom Gaming with Ben. Unten rechts Abonnier-Button, einfach raufhauen da mit dem Maus-Button, ne? Und ich sage tschüss Korski, bis dann und bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben. Und bis dann natürlich immer schön weiter zocken. Also reinhauen.